Ja, hallo meine lieben Zuseher hier auf GeoLeben TV und auf dem Kanal von Telegram bei GeoSixt. Ja, ich habe es ja schon vorangekündigt, auf Telegram zumindest, dass ich einen sehr spannenden und interessanten Gast demnächst hier bei mir begrüßen darf, und zwar den Diplomfachwirt Martin Steininger. Und wir haben uns vor kurzem kennengelernt, gell, lieber Martin. Wir haben so gemeinsame Interessen, auf die wir jetzt nicht so wahnsinnig kommen werden, aber wir haben uns, wie gesagt, vor ein paar Wochen kennengelernt, und da habe ich gemerkt, wow, den Martin, den musst du einfach unbedingt mal interviewen, weil was der auch alles zu erzählen hat, das darf nicht in seinen eigenen vier Wänden bleiben, das muss in die Welt hinaus. Darum sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank, lieber Martin, dass du dich zur Verfügung stellst und vor allem auch heute mit deiner Geschichte eben auch hier eben mal in die Öffentlichkeit gehst. Hallo Martin, servus. Hallo, danke, lieber Geo, dass du mich da eingeladen hast. Wir haben uns ja unterhalten über das Thema, okay, Burnout, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen etc., dass das wirklich immer mehr wird, ja, und dass es auch mich getroffen hat, auch jetzt, ich stehe natürlich jetzt wieder voll im Leben, aber das war nicht so leicht, wie ich das erlebt habe. Ja, Martin, genau, und du sagst es gleich, genau um das wird es gehen, meine lieben Zuseher. Es wird gehen um Burnout, es wird um das gehen, was, wenn plötzlich das Licht ausgeht, sage ich jetzt einmal so ein bisschen übertrieben, ja, weil Burnout ist ja nicht so ein bisschen was, nur eben, naja, ich fühle mich ein bisschen müde, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Wellnessen gehen, ne? Sondern Burnout ist wirklich fast so in die Richtung, dass man sagen kann, okay, gut, jetzt ist einmal Ende, jetzt ist einmal aus und Schluss, und jetzt muss ich echt einmal ein Reset machen. Wer mich kennt, weiß ja auch, ich habe auch schon mal sowas in die Richtung gehabt. Ich sage immer so ein bisschen mittelgradiges Burnout, so vor circa 10 Jahren. Also ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, was es bedeutet, plötzlich nicht mehr so sein zu können, wie man das gerne hätte. Ja, Martin, jetzt steigen wir einfach einmal ein in die Thematik und frag dir einfach mal so direkt ins Herz, sage ich, was ist damals passiert? Was waren die Auslöser? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Was war einfach? Mhm. Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zum Analysieren. Ja. Man muss sich das so denken, es hat angefangen 2016. Ich bin im Job gewesen, habe viele Flüge gemacht, teilweise ja wirklich so Eintagesflüge, kurz nach Frankfurt, dann wieder nach Hause, und am Ende früh, am nächsten Tag gleich ins Auto, um 5 Uhr früh aufsteigen, teilweise wirklich stundenlang Auto gefahren, nächstes Meeting. Also man hat das schon gesehen, okay, das ist mal dieser berufliche Stress gewesen. Ja? Okay, das ist man ja, als Mann ist man das jahrelang gewohnt, oder so, also überhaupt, ja. Da sagt dann Johann, ja, okay, du bist der Mann, das ist so, da muss man durch. Und da gibt es halt einmal ein paar Nächte, die schlafen ein bisschen schlecht, und da sind ein paar Wochen, die schlafen man schlecht, aber das wird dann schon wieder besser. Ja? Und bei mir hat es aber dann angefangen, Schlafprobleme waren die ersten. Ja? Also die Schlafprobleme haben halt angefangen, du gehst ins Bett und dann kannst du die Uhr richten, jeden Tag um 4 Uhr in der Früh stehst du auf, und das Gedankenhaal hört einfach nicht auf. Und dann irgendwann ist es 3 in der Früh, 2 in der Früh, 1 in der Früh, ja, bis es irgendwann einmal so anfängt, dass du gar nicht mehr einschlafen kannst. Dazu haben dann auch Darmprobleme geführt, also wirklich, ich habe Durchfall gehabt, ich habe abgenommen, schrecklich. Okay. Ja, und wenn du nicht dann lange Zeit nicht schlafen kannst, dann fängst du zum Zittern an, du bist nicht mehr, du hast nicht mehr die Energie. Also so hat es jetzt einmal angefangen, das Ganze. Okay, also das war der Anfang, ja. Das klingt ja da schon relativ dramatisch. War das dann so in die Richtung, dass du dir gleich gedacht hast, ja, wow, Burnout, oder wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, mal zu schauen, okay, ist auf der körperlichen Ebene, oder wie ist es, wie war das dann für dich so? Das war eigentlich, und darum sage ich, eigentlich muss ich mich jetzt im Nachhinein schämen mit der Lösung, dass ich überhaupt nicht auf die Signale von meinem Körper gehört habe, ja, weil man geht halt dann irgendwann mal zum Hausarzt und sagt es so und sagt, naja,
bisschen überarbeitet, ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen zurücklehnen. Ja, aber das geht ja nicht beruflich. Ich muss mein Mann stehen oder die Frau, die Frau stehen, und ich habe überhaupt noch nicht in die Richtung gedacht, dass das eigentlich ein Burnout ist. Ja. Das hat auch der Hausarzt nicht so gesagt, sondern gesagt, okay, ein bisschen Überarbeitung, und es kommt nicht öfters vor, nehmen Sie noch mal ein bisschen Auszeit, ja, aber das geht nicht einfach aus. Okay, ich hab so weitergemacht, und irgendwann einmal ist dann dieses Grau in Grau gekommen. Ja? Und Burnout sagt ja schon dieses Wort, du brennst langsam aus. Also früher habe ich über jeden gelacht, wenn ich das gehört habe, ja, na, und der hat ein Burnout und die kann nicht mehr arbeiten gehen und die kann nicht mehr aufstehen und die ist antriebslos. Und das gibt es ja gar nicht. Ja? Und dann hat es aber bei mir angefangen. Ja? Ich wollte am Wochenende dann nirgends mehr irgendwo hin. Ich habe immer nur versucht, irgendwie zu schlafen, weil ich in der Nacht nicht habe schlafen können. Und dann sind die Gedanken sind dann immer negativer geworden, und auf einmal sind Ängste gekommen, also wirklich schon, also das gibt es ja nicht, ja, und dann, ja, auf einmal habe ich die Zustände, ich habe dann zum Reha angefangen teilweise, wie gesagt, das kenne ich nicht, das gibt es nicht, ja, so waren das schon, also das waren schon die ersten groben Phasen, die dann begonnen haben. Die Ängste, die du bekommen hast, haben die da so einen realistischen Bezug gehabt? Also war da was, vor dem du dich dann hast fürchten können? Oder waren das quasi eher so generalisierte Ängste, wie man das sagt? Also nein, das war zu dieser Zeit, okay, es hat angefangen, ich habe nebenbei haben wir ein Haus gebaut, ja, es hat dann geheißen, okay, man siedelt dann um etc., es ist eigentlich ja, eigentlich finanziell war alles eigentlich in planbaren Schritten, aber auf einmal fängst du an, ja, was ist, wenn ich jetzt den Job verliere und was ist, wenn das passiert, und dann denkst du, das gibt es ja gar nicht. Und das versucht dann, den Gehirn versucht dann in der Nacht immer irgendwelche Sachen zu lösen, was aber gar nicht zum Lösen gibt, und rundherum, ja, sind dann diese typischen, ja, Zurufer, geh, das ist ja nicht so arg, reiß die zusammen, das wird schon, das gibt es ja nicht, warum hast du nicht, ja, und du kannst das selber nicht erklären. Und dann denkst also du willst ja sagen, die Zurufer kommen von außen, also welche Freunde, Bekannten, so in der Richtung, also waren nicht nur die eigenen Kritiker, sondern von außen kommen dann solche Zurufe wie, was hast du, ist ja nicht so tragisch, reiß die zusammen vielleicht auch noch. Ja. Ja. Okay. Genau. Ja, und dann, ja, das ist natürlich dann über Monate so wieder hingegangen mit dem Schlafen, nicht schlafen können. Und ich bin aber viel mit dem Auto gefahren, das heißt, ich habe dann teilweise bei Rastplätzen, habe ich dann einmal ein paar Nappings machen, einlegen müssen, weil es ist immer mehr anders gegangen. Ja, und ich habe nicht gewusst, was ich dagegen tue. Und dann war es dann nochmal, das war dann kurz davor, also weil das war dann wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin dann nochmal zu einem Hausarzt gegangen, der hat mir dann, ich kann mich noch erinnern, diese Tritico, ja, das ist wie so eine Sonnenblume jetzt da drauf, die soll ich nehmen, und das dauert dann zwei Wochen, bis ich so eingependelt bin, nur das hat nicht lang gedauert, ich habe die zwei, drei Tage genommen, mir jetzt so hergehauen, dann war das erste Mal kurz und am Wochenende mal bei uns in der Neuromed-Klinik, ja, Burnout-Klinik, und es ist halt auch Psychiatrie, war ich drinnen, habe das gut erklärt, es ist nicht mehr gegangen. Ja. Meine Frau hat mich reingefahren, und ja, dort haben die dann gesagt, ja, also das ist eine Depression. Wenn Sie, Herr Steininger, bleiben Sie jetzt da zwei Wochen bei uns, Aufenthalt, und dann geht es wieder. Und wenn Sie jetzt aber glauben, Sie gehen heim, das wird nicht lang dauern, und Sie werden sehen, es wird Ihnen so treffen, dann reden wir von 4, 5, 6 Wochen, oder es kann länger dauern. Naja, dann denke ich mir, ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt da der Neuromed in der Psychiatrie, nein, das kann ich nicht machen, ne? Da bin ich heimgegangen. Ne? Okay. Und dann hat es ungefähr, naja, ein paar Tage habe ich noch Krankenstand gemacht, und dann bin ich wieder in die Firma gegangen, und ich kann mich noch erinnern, ich bin da vor meinem Computer gesessen, da meine 3 Monitore, und auf einmal hat es BAM gemacht. Ich habe richtig wie Hirnschuss, ja. Hat dann später rausgefunden, das nennt sich Stupor, das heißt, das fährt dein ganzes Gehirn fährt runter, also wirklich, das ist ein Shutdown, und was übrig bleibt nach diesem Shutdown, ist nur mehr dein Stammhirn, dein limbisches System, das was quasi das, was du nur atmen lassen kann. Reines Überleben. Reines Überleben. Und ich bin dann da gesessen im Büro,
und habe nichts mehr können. Ich hab mir dann so von oben, das ist eigentlich komisch, ich bin da, so wie jetzt da, ich bin da jetzt in meinem Sessel gesessen, ich habe nichts mehr können, meine Arme sind links und rechts runter geflogen und ich habe einfach starren Blick gehabt. Okay. Und ja, so kann man das was sagen. Was macht man in so einer Situation, ist da die Frage, die kommt, wenn man quasi out of order. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen bin. 10 Minuten, Viertelstunde. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich weiß nur, ich habe mein Handy am Tisch gehabt, aber ich habe meine Arme, ich habe da nichts heben können. Und dann hat es aber einen Anruf von meiner Frau gegeben, den habe ich gesehen. Ich habe dann das Handy angeschaut und gesagt, wie kann ich da jetzt anheben? Das war wirklich so. Und ich habe dann irgendwie mit einer Hand die andere Hand gestützt und ich habe mit einem kleinen, ich kann mich noch erinnern, mit einem kleinen Finger, habe ich dann so quasi den Wischer geschafft und habe nicht mehr sagen können, hol mich an. Okay. Hol mich an. Also hol mich an. Ja. Und hol mich an. Was, ja, hol mich ein bisschen übersetzen. Ja, genau. Und für die deutschen Zuseher. Das ist, und sie hat gesagt, ja, was ist denn los? Und ich habe das einfach, ich habe nur mehr das so stümperhaft sagen können und das war's. Und dann hat meine Frau meine Kollegen angerufen, ja, weil ich habe dann nicht mehr abheben können. Und ich gesagt, ja, der sitzt im Büro. Und er sagt, ja, der sitzt da, der bewegt sich nicht. Der ist nicht ansprechbar. Das haben sie mir nachher dann gesagt. Ja, und dann ist meine Frau in die Firma gekommen. Wir sind dann, Hausarzt war nicht da und dann sind wir zum Roten Kreuz bei uns gefahren in die Ortsstelle in der Nähe. Ja. Das war so quasi die erste Station. Die Erstversorgung beim Roten Kreuz, okay. Und, ja, und ja. Dann war quasi Sendepause. Das war Sendepause, also die haben natürlich gleich gewusst, ja, das ist ein psychisches Problem. Ja. Da hat es was Psychisches. Okay. Sind natürlich in die Neuromed, ich bin genau zu dem Arzt gekommen, der mir das gesagt gehabt hat. Ja. Das war dann, also das schauen Sie, Herr Steininger, ich habe es Ihnen gesagt, Sie haben nicht gehorcht auf mich. Also das war dann gleich mal, aber ich meine, bis ich dann reingekommen bin ich im Gang gesessen, ich habe geredet, ich habe mich so verloren, so ärmlich, so schutzlos habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt wie da, diese Situation. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wenn man so als gestandener Mann, ja, auch wenn man dich jetzt natürlich so erlebt, ist ja auch klar, ne, du bist der Katznichterl, wenn man in Österreich sagt, ne? Und bist der gestandener Mann, bist total im Berufsleben gestanden. Und wenn man dann so in sich, ja, einsinkt, ja, und hilflos wird, ja, das, ja, muss eine schreckliche Erfahrung sein. Und so ähnlich, ich sage jetzt einmal nicht ganz so schlimm, ja, aber ist auch immer blöd, diese Dinge zu vergleichen, weil jeder hat sowieso andere Voraussetzungen, jeder hat ein anderes Umfeld, jeder geht sowieso anders damit um. Ich habe damals gesagt, nein, Schulmedizin kommt mir da nicht mehr ins Haus, das mache ich für mich und ist mir Gott sei Dank gelungen, indem ich mich auch 3 Monate aus dem Verkehr gezogen habe, sage ich jetzt mal, und ich hatte einfach ein gutes Umfeld und wo mir das gelungen ist. Aber es, wie gesagt, es ist bei jedem anders. Und kann mir eben auch gut, ganz gut vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich in sich eben da einbricht und dann sich selbst eigentlich noch beobachtet und merkt, wie hilflos das man wird. Ja, Martin, was war dann so der Punkt, wo du dann gemerkt hast, jetzt mache ich mal das Richtige. Ich kann mir jetzt vorstellen, okay, da war sicher jetzt mal dann, weiß nicht, ein Krankenhausaufenthalt. Ja. Ne? Also das Ganze war einmal, die erste Woche habe ich mich nicht bewegen können. Also sie haben mich raufgebracht auf die Station. Dort haben sie mir dann eine Decken raufgelegt, wenn man kalt war. Sie haben mich umgezogen, wenn ich verschwitzt war. Okay. Dieses limbische System, Wahnsinn. Das ist so verstört. Das ist wie Pilot in einem Flugzeug, hat man dann der Arzt das gesagt hat. Der nicht mehr weiß, auf was für einer Höhe er ist und der stört entweder extrem aus. Also wir fangen es zum Schwitzen an, dann wieder Temperatur runter. Und sie haben mich natürlich dann mit Antidepressiva einmal so weit eingestellt, dass ich so nach einer halben Woche langsam einmal wieder halbwegs irgendwie habe kommunizieren, leichte Gespräche führen können. Ich war insgesamt 5 Wochen drinnen. Ja. In diesen 5 Wochen ja, da fangst du halt bei Null an. Die sagen da halt, ja, wie beginnt denn ein Arbeitsablauf bei Ihnen?
wie ist denn das? Und dann sagst du, ja, du stehst auf, schau im Bett, E-Mails checken, aufs Klo, dort auch noch E-Mails checken und WhatsApp und was weiß ich. Und dann schon sie aufregen, bevor man den ersten Kaffee gehabt hat und telefonieren und Handy arbeiten, schon während dem Arbeiten fahren. Man, du hast ja Abteilung mit Mitarbeitern, das ist ja nicht so, da sag ich mal, ja, dann kommt dir das einfach, das ist von heute auf morgen, ist dann der Stecker zu. Ja, dann kommen Sachen, ja, was ist jetzt mit der Firma und das, und da hauen sie mir aus und verliere den Job und so, ja. Und dann sagen sie doch halt, Herr Steininger, Sie sind jetzt das Wichtigste. Bitte, Sie müssen sich jetzt über sich Gedanken machen und nicht über andere. Ja, und da sind wir jetzt genau bei einem Punkt, ja, angelangt, denke ich mir, wo dann wirklich eigentlich sozusagen auch die Ursache zu finden ist, ne? Wenn man das so sehen will, weil, ne, ins Burnout kommt man ja nicht nur so zum Spaß, ja, oder wenn man sich kurz einmal ein bisschen angestrengt hat, sondern wenn man auf lange, lange Sicht eben nicht auf sich geschaut hat, nicht auf seine Bedürfnisse nicht geschaut hat, sich permanent überfordert hat, bis das ganze System einfach irgendwann einmal sagt, so Schluss, Stecker ziehen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, der Körper, das komplette Körpersystem sagt Schluss. Ja? Im Endeffekt, es ist ja natürlich ein massiver Warnschuss, ja, vom System, das sagt, so kann man immer weitermachen, weil sonst kommt es schlimmer als wie ein Burnout. Stimmt. Wann ist denn bei dir so der Punkt gekommen, Martin? Wann, wo es wieder bergauf ging? Was waren so die wichtigen Eckdaten, würde ich jetzt fast sagen, die so waren, wo du gemerkt hast, so jetzt geht's wieder bergauf? Das hat schon Zeit gedauert. Man kann sich ja gar nicht vorstellen. Ja? Also du wirst langsam wieder an das normale öffentliche Leben gewöhnt. Ja? Das heißt, du fährst einmal mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, also nach 3 Wochen aber zum ersten Mal wieder nach Hause dürfen, zur Familie. Und das war Wahnsinn. Also ich habe so einen Stress gehabt. Ich war wieder froh, dass ich wieder hab zurückgehen in die Klinik. Also das ist wirklich so, wenn das ist, und das war dann unter Burnout, muss man verstehen, ist das eine schwere Depression, ja, schwerste Depression bei mir, und das ist nicht einfach so schnell weggegangen. Und das heißt, auch wie ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, kann man erinnern, das war so im Winter und die Felder und alles war so neblig. Da habe ich noch immer, obwohl ich aus der Klinik war und Antidepressiva, habe ich noch immer Suizidgedanken gehabt. Also ich habe wirklich gedacht, wenn ich jetzt was hätte, ich weiß nicht, was ich tue. Und das ist wirklich so schrecklich. Und dann so die richtigen, so richtig gut ist man dann nach 2 Monaten, ja, kann man sagen, hat es langsam begonnen, dass man beginnt, dass man sagt, okay, das war heute ein guter Tag, machen wir Hackerl, nächsten Tag ist ein schlechter Tag, ist so, das musst du abhacken. Also und so kannst du das auch erklären, die Ärzte. Ja. Sie sagen einfach, wenn es ein schlechter Tag ist, machen sie ein Hackerl drunter. Das ist nicht wie ein Fuß, den was sie brechen. Und ja, und jeden Tag wird es besser, sondern du hast wieder Rückfälle, dass da wieder 2, 3 Tage schlecht geht, dann geht es dir wieder ein paar Tage besser. Und das ist wirklich, und das ist du bist Gefangener von deinem eigenen Gehirn. Wenn das da oben nicht passt, diese Chemie, kannst du machen, was du willst. Das funktioniert nicht. Du bist nicht glücklich, es ist nichts da. Und du kannst auch noch sagen, du hast Kinder, alles. Du kannst das nur so bewusst sagen. Das ist das wie wenn das auf einen Stein fällt. Ja. Es wird wahrscheinlich so mit diesen Hackerl sein. Es ist zumindest meine Erfahrung, auch die Erfahrung, die ich natürlich in der Arbeit mit meinen Klienten habe, als Coach und als Berater, dass man natürlich hier diese Hackerl, die positiven Hackerl, also die guten Hackerl, sagen wir jetzt mal so, die positiven, wo es gut läuft und man sagen kann, wow, das war halt wieder ein Schritt vorwärts, dass man die mitnimmt, ja, und eben genau auf diesen Hackerl oder von mir sind es auch Stufen aufbaut. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, dann hat es aber wirklich begonnen, dass ich in mir gesehen habe, das ist eine Lebenskrise gewesen. Ja, und
ich sehe es wie mit irgendeinem Getränk in einer Flasche. Ja. Das beutelt die her. Ja. Das wirklich, das schüttelt die her. Und man muss immer sagen, alles, was du schüttelst in einem Flascheninhalt, dann bleibt das über, was halt nicht zum Wegschütteln ist. Und dann fängst du an, auf das zum Draufschauen. So habe ich es für mich entdeckt. Und da habe ich halt viel mit Literatur mir angeschaut. Ja. Ich war viel Meditationen, also quasi so geführte Meditationen, weil ich habe versucht, Yoga ist nicht so meins, so geführte Meditationen, Bücher zu lesen, Filme zu schauen, die was Positives in mir bewirken, sie YouTubes, Jangles, so wie jetzt bei dir, Geo, sowas, wo ich hab alles irgendwie versucht, an Strohhalmen zu fassen, um hier positiv. Und ich war trotzdem, obwohl ich am Anfang länger gebraucht habe, war ich dann relativ bald wieder auf so einem Dampfer. Also ich habe dann Gesprächstherapie, also wirklich alles volle Programm. Ja. Das brauchst du. Also Gesprächstherapie ist eher für längerfristig. Und die anderen Sorgen sind halt für so kurzfristige Geschichten, so positiv stimmen. Nicht jetzt immer alles positiv denken, das geht eh nicht ständig. Aber dankbar sein, Achtsamkeit, das ist ganz wichtig. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was waren denn da so die Momente, wie du gemerkt hast, okay, wow, ich habe viel zu viel im Außen gelebt, ich habe viel zu viel für andere gemacht, ich habe viel zu viel für den Job gemacht, ich habe viel. Was waren so Momente, wo du gemerkt hast, wow, jetzt geht's um mich? Ja. Ja, man hat einfach gesehen, ich bin so der typische Vereinsmeier gewesen, in jedem Verein, überall engagiert. Okay. Ich habe in der Kirche, in der Kinderliturgie, ich hab überall mich engagiert, ich habe nie Nein sagen können. Und das merken halt die anderen. Ja? Wenn du jemand bist, der sehr hilfsbereit ist und hilfst, ja, und dann sagst du halt irgendwie, du musst das auch lernen, einmal Stopp zu sagen oder zu sagen, das geht nicht mehr, ich habe schon ein paar andere Dinge. Früher habe ich gesagt, ja, das geht schon irgendwie und dort. Und dann ist mir nicht gut, weil du machst dort ein bisschen, da ein bisschen was. Das heißt, dieses Fokussieren auf das Wesentliche, und das musst du lernen. Also du lernst viele Sachen über dich. Und ich habe auch zu der Zeit auch meinen Vater dann besser kennengelernt, weil man hat sich dann herausgestellt, dass mein Vater auch jahrelang an Depressionen gelitten hat. Und das hat man aber irgendwie so unterm Teppich irgendwie gehört. Ja, Teppich auf, unter, ja, ein bisschen mit den Nerven, ein bisschen ein Nervenfall, ja, aber man hat halt nicht mehr. Also ich habe viel in der Zeit, ja, das war 2016, 2017 habe ich quasi, bin ich wieder langsam dann auch in den wieder in den Beruf reingewachsen. Ich habe dann eh nur zusätzlich dann einen Mitarbeiter noch mit aufgenommen, dass ich Arbeiten abgeben, nicht mehr alles auf mich lassen, also man muss wirklich umdenken. Und das war ja die Angst, dass ich sowas nie wieder, ich möchte das nie wieder erleben. Das ist das immer hinter mir und dann versuchst du, dann bist du automatisch getriebener, weil das willst du nicht den ärgsten Fan. Willst du sowas wünschen? Ja, das kann ich mir super gut vorstellen, ja. Das ist das Stopp sagen, ja, das ist so ein das ist auch so ein Meilenstein eigentlich, ja, in so einer Situation für dich mit Sicherheit eben auch Nein zu sagen, ja, weil das ist es, man arbeitet sich auf, auch für andere und ein Nein oder kein Nein zu anderen oder ein Ja zu anderen bedeutet ja im Rückkehrschluss meistens ein Nein zu sich, ja, nicht immer. Natürlich nicht immer, weil das gemeinsame Ja zum Verein zu sagen, das ist natürlich auch sehr oft ein Ja zu sich. Aber wenn es umschlägt, ist ein Ja zu den anderen dann leider Gottes ein Nein zu sich selber. Und das, glaube ich, das hast du wieder gedreht. Ja, das hast du einfach auch wieder gedreht in die Richtung. Ja, Martin, da könnte man, glaube ich, noch stundenlang drüber reden, über die Einzelheiten, was auch immer da noch alles so mitgeschwommen, mitgelaufen ist. Du hast ja ganz am Anfang schon erwähnt, du hattest ja natürlich auch körperliche Probleme, ja, und auch mit dem Darm, ja, so in die Richtung, ist da nicht wirklich gut gegangen. Und da hast mir du ja schon erzählt, was du so genommen hast. Ich möchte also grundsätzlich muss ich sagen, die Schulmedizin mit Antidepressiva, okay, wenn es so schlimm ist wie bei mir, muss ich sagen, war es sicherlich
richtig das zu nehmen, das geht gar nicht. Wenn du so weit am Boden liegst, ist es. Aber Schulmedizin tagtäglich zu verwenden, ist nicht gut. Und ich habe lange Zeit gebraucht, dass ich diese Mittel habe überhaupt ausschleichen können. Und das heißt, dann habe ich mich reingelesen und dann habe ich halt so ein testbasiertes System gefunden, von einem skandinavischen Unternehmen, wo du einen Bluttest machst, das quasi feststellt, ob du in Ordnung bist da drinnen und was dir abgeht. Ja. Und die sind halt draufgekommen, okay, Darm ist ein großes Thema, weil ja Darm und Gehirn hängt zusammen über den Vagusnerv. Das heißt, wenn es deinem Darm nicht gut geht, hast du automatisch, oder das ist eigentlich durch die Bank, der was psychische Probleme hat definitiv auch Darmprobleme. Und Darmprobleme hast, wenn du mehr als wie zwei Stück Klopapier brauchst, dann ist der Darm nicht in Ordnung. Ja? Also wenn du sagst, du brauchst 8, 10 Stickel, dann kann er jetzt schon, dann ist es nicht in Ordnung. Dann brauchst du Ballaststoffe. Ja? Und wenn diese Entzündungen, dass du die reduzierst, das heißt, dieser Test kann dann sagen, ob du eine sogenannte stille Entzündung der Zellen in dir hast. Und wenn du das hast, kannst du etwas nehmen, dass diese Entzündung zurückgeht. Und du das dann aber auch nochmals dann nach 4 Monaten quasi nochmal nachtesten kannst und wirklich zu schauen, ist die Entzündung zurückgegangen. Ja? Und das hat mir dann eigentlich am besten geholfen und da gibt es auch so Presslinge aus Safran, die mir geholfen haben, die Antidepressiva auszuschleifen. Das heißt, ich habe diese Safran-Kapseln habe ich quasi genommen und habe dafür dann die Antidepressiva weggenommen im Zuge mit meiner Psychologin, Psychiaterin und das hat dann funktioniert und dann bin ich weggekommen. Das war der fünfte Anlauf und mit dem fünften Anlauf habe ich dann geschafft, dass ich die Antidepressiva auch wegbekommen und wieder normal, weil da sind ja Nebenwirkungen wie Libidoverlust etc. Ich brauche da gar nicht sagen, was da alles da noch anhängt. Also, okay, Martin, wie du dann einfach wieder deine Zellen auf Vordermann gebracht hast, weil das hast du ja kurz angesprochen, die Zellen sind ja natürlich die in Mitleidenschaft gezogen werden, weil da ist der Motor, da ist der Antrieb für unseren Organismus, da ist die Kraft drinnen, wie du das wieder geschafft hast, damit die wieder so richtig von schlapp auf Kraft gekommen sind. Das besprechen wir, meine lieben Zuseher, in einem zweiten Video gerne und da schauen wir uns das sehr, sehr genau an, was da einfach alles so funktioniert, was du gemacht hast, damit deine Zellen hier wieder gut oder super gut funktionieren können, weil so wie ich dich erlebe, bist du wieder fit und im besten Mannesalter, in der besten Manneskraft. Ja, meine lieben Zuseher, danke auf jeden Fall mal fürs Erste, dass ihr hier mit dabei seid. Ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr berührendes Thema natürlich auch, weil Burnout, und da kommen wir in einem dritten Thema auch noch dazu, psychische Krankheiten, psychische Folgen auch von Corona werden wir in einem weiteren Video auch noch besprechen. Da schauen wir uns da wirklich alles nochmal ganz genau an. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Danke, Martin, jetzt mal für das erste Video. Daumen hoch, ihr wisst, ihr schreibt mir eure Meinungen diesbezüglich zu diesen Themen in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Ja, ich sage ciao, tschüss und servus, euer Gio. Bis zum nächsten Video. Baba.